Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2022 auf der schönen Karte unter Krebach. Und kurz vor Weihnachten schaffe ich es dann doch nochmal ein Video zu machen. Ist momentan ein bisschen viel alles und dementsprechend bleibt sowas halt leider liegen. Bisschen schade, aber ja, ist wie es ist. Mir ist was Interessantes aufgefallen, das wollte ich euch ganz gerne zeigen. Ich habe hier diese Konstellation mit dem IT Runner, dem Überladewagen, dem Häcksler, wo ich dann quasi während der Häckselgut hier rein kann ich dann quasi abtanken. Das ist ganz praktisch. Ihr seht, das ist nicht optimal, weil die eine Achse in der Luft ist, aber es funktioniert. Eine Sache funktioniert aber anders und das zeige ich euch jetzt gerade mal. Machst du das Ding hier einfach mal an, spuckt das dann da raus. Des Weiteren habe ich einen neuen Ladewagen installiert, den wollte ich euch auch zeigen. Den kann ich auf jeden Fall erstmal verkaufen für 17.170 Euro. Einmal weg damit bitte. Der Ladewagen selber ermöglicht es mir dann halt, dass ich ein bisschen mehr von dem Ganzen einpacken kann. Und da gibt es hier von Bergmann Carex 370S. Den gibt es sogar mit Siliermittel. Dann hat er einen höheren Tank von 41,5 Kubikmeter Siliermittel. Lasse ich jetzt weg, ist glaube ich nur für Grassilage, da kann man dann mehr rausmachen. Mache ich in dem Fall nicht. Passt dann auch dabei, hier könnte ich noch ein paar Breitreifen draufziehen, aber pff, ach ja, mein Gott, dann lassen wir es einfach so. Ist ja auch nicht ganz billig, 112.000 das ganze Ding, aber mit 37,5 Litern auf jeden Fall ganz in Ordnung, wenn ich das mal so sagen darf. Hier sind wir bei 35 mit 100.000 und das ist mal was anderes. Ne? Also das ist dann, er ist aber glaube ich noch recht kompakt gehalten, ne? Weil hier seht ihr dann, das wären dann drei Achser mit 44, ne? Dann davon und das ist noch ein Zweiachser. Sollte dann für den Hof, ich denke mal, gerade noch so gehen. Das sieht eigentlich ganz gut aus von der Größe her. So, dann hauen wir den natürlich mal hier direkt mit ran. Jetzt kommt gleich eine Sache. Wir achten mal oben so auf diese Anzeige. Sieht er? Er ist zwar voll, aber er sagt nicht, dass er voll ist. Das ist das Fiese dabei. Also, er, ja, diese Ladewagenkombination, ich zeige euch das mal, mit dem mache ich gerade mal aus, so ging jetzt doch ein bisschen schneller als erwartet. Der meckert halt nicht, dass er voll ist. Und das ist ein bisschen schade, in Anführungszeichen. Aber ich kann euch das gleich nochmal kurz zeigen, wenn ich jetzt mal gerade ein ganz bisschen abtanke und ihn dann wieder ein bisschen fahren lasse. Jetzt müsste er gleich wieder losfahren. Jetzt fährt er gleich los und wir achten jetzt gleich mal, wenn er voll ist, was dann passiert. Nämlich gar nichts. Das ist ein bisschen doof. Ich wollte es nur noch mal sagen. Man sollte ihn natürlich nie lange aus den Augen lassen, weil er einfach dann doch ein bisschen zu viel zu tun hat. Ja. Er kommt jetzt natürlich nicht die Meldung, dass er 80% hat, aber es bekommt auch keine Meldung, dass er jetzt irgendwie die Arbeit beendet hat, weil er halt einen vollen Korntank hat. Das ist natürlich darauf zurückzuführen, weil es kein aktiver Korntank ist, den er hier drauf hat. Deshalb ist es dann natürlich nicht ganz so gut. Aber nichtsdestotrotz, ja, einfach nur ein bisschen das zu wissen. Also ich finde diese Kombination sehr, sehr gut. Ich fahre jetzt natürlich hier voll durch die Frucht durch, nicht so schön, aber jetzt gerade zum Zeigen auf jeden Fall besser. Und das ist halt echt interessant, finde ich zumindest, dass er das dann nicht anerkennt. Muss er halt einfach wissen. Aber ich weiß zumindest, wenn ich einen Big M nehme und ich ersetze dahinter einen Ladewagen und stelle den schwarz so ein, dass er dann automatisch alles mit dem Ladewagen einsammelt, dann ist es eben, das ist dann das Gleiche. Jetzt lassen wir den gerade nochmal nebenher fahren. Und dann ist das Ganze nämlich hier fertig. Und dann wollte ich dann noch eine Sache testen, die ich jetzt noch nicht vorbereitet habe, die aber trotzdem sehr interessant sein könnte. Guck mal, ja, da spuckt er halt immer so ein bisschen hin und her, ne? Also ja, so ganz optimal ist es halt nicht, ne? Mit diesem IT Runner dabei. Es gibt vielleicht nur den großen Ladewagen, was ich damals, wo ich das vorgestellt habe, gezeigt habe. Aber da muss man halt ganz klar sagen, dass der halt für diese Karte dann viel zu groß ist, ne? So. Ihr seht, dann habe ich extra das Stroh liegen lassen von der letzten Ernte. Habe dann halt das ganze Mais hier alles nochmal geerntet. Und das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Das ist auch eine gute Kombination eigentlich, das auf diesem Feld hier mit dem Mais laufen zu lassen. Das ist wirklich ganz gut dabei. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weil hier ist dann noch so ein bisschen enger dabei. Dann ist es mit dem Maishexer manchmal nicht ganz so gut. Hier ist noch ein Fahrzeug, was ich gleich auch noch testen wollte. Und da müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit wir das auch alles hinbekommen, so wie wir uns das denn vorstellen. So, Herr Verbeer hat die Arbeit erfolgreich beendet, das freut uns natürlich sehr.
So, zusammenklappen das ganze Moped. Dann bringen wir den erstmal auf den Hof zurück. Ja, einparken und so, das kann ich ja später machen. Dafür müsste er, glaube ich, nicht zugucken. Genau. Ja, ich habe ja jedes Jahr mal so ein Weihnachtsgrußvideo rausgegeben. Mal habe ich einen Weihnachtsbaum gefällt, mal habe ich in verschiedenen anderen Spielen was gezeigt und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe. Ich versuche mir noch länger was einzufallen, aber ich bin mir da noch nicht so sicher, ob ich das alles hinbekomme. Wenn es nicht so sein sollte, seid mir nicht böse, dann ist es halt so. Aber ja, wenn wir es nicht mehr sehen sollten, dann schon mal schöne Weihnachten. Ist ja auch immer ganz wichtig. So, aber das gleich nochmal da nachher. So, also, den haben wir da hingestellt. Passt ganz gut. Jetzt müssen wir natürlich hier einmal unseren Bergmann gerade holen, den neuen. Ist auch die Frage, wie wir hier so um die Kurve rumkommen. Man hat hinten auf jeden Fall eine, die letzte Achse lenkt mit. Das ist gut. Wir testen das mal gerade hier. Ja, man kommt hier gut um die Kurven rum. Das ist wirklich in Ordnung. Ich mache kurz den Umweg um den, über den Hof. Ich sehe wieder gar nichts. Das ist ein bisschen nervig hier. Müssen wir natürlich mit der Innenansicht mal gucken, ob wir hier so ein bisschen ausholen müssen. Das ist nicht schlimm, wenn wir es machen. Ah, super. Alles in Ordnung. Mit den zwei Achsen auf jeden Fall ganz gut. Dreiachser kann hier wieder ein bisschen problematisch werden. Das muss nicht sein, das kann sein. Also das, ich habe es jetzt nicht getestet. Aber nichtsdestotrotz muss man da vielleicht ein bisschen aufpassen. So, und hier habe ich jetzt natürlich ganz klar den Vorteil, dass ich sagen kann, kein Zugriff zu diesem Land, genau, das kann ich auch sagen, aber ich kann hier halt den... Ja, und die, das Ladevolumen ist dann doch ein bisschen größer als bei meinem letzten. Da haben wir uns dann, glaube ich, doch mal, nicht Anhänger, sondern Ladewagen. Hier sind wir halt von 16,1 und jetzt gehen wir auf 38, glaube ich, waren es 38,5, meine ich. Also da ist schon gut was dazugekommen. Man muss natürlich auch sagen, dass das jetzt ein bisschen mehr zu ziehen ist. Ne? Also da sind natürlich Maschinen mehr gefragt, das werde ich mit dem kleinen Fendt nicht mehr anstellen können, aber dafür habe ich ja die beiden großen Trecker, die das locker schaffen sollten. Wobei immer, wenn man so einen Ladewagen hat und der richtig voll ist, dann hat man auch ganz schön was zu tun, also da muss man auch immer dran denken. Aber das klappt. Leider, wie gesagt, geht das mit dem Helfer nicht, das ist ein bisschen ärgerlich. Es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. So, jetzt wollte ich mal eine Sache gerade nochmal testen. Und zwar, mit dem muss ich mal gerade einmal das Schneidwerk holen. Wenn, ich's dann, wenn ich dann weiß, wo ich es hingelegt habe. Ich glaube, hier hinten in den Schuppen. Also wenn man schon längere Zeit nicht mehr seine eigene Karte gespielt hat und nicht mehr weiß, wo man die Sachen hingelegt hat, dann ist man echt immer ein bisschen ne? Weil ich dann abends meistens momentan die Zeit nutze und ein bisschen God of War spiele, was ich sehr empfehlen kann. Also, wenn ihr alt genug seid und das Spiel spielen dürft, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr nett für dich zumindest. Sehr coole Story. So, aber God of War im Let's Play zur Zeit finde ich irgendwie langweilig, weil das ist so eher, ja, ich weiß nicht, da können wir auch gleich spoilern. Das ist ein bisschen doof, finde ich zumindest. Also, Story-Spiel ist immer so ein bisschen, habe ich mal gemacht, aber ist nicht so mein Ding. Finde ich persönlich auch nicht so toll. Aber das muss jeder selber wissen. Genau, so. Dann fahren wir weiter hier. Ich wollte nämlich gleich eine Sache noch zeigen, aber er wird jetzt hier ein bisschen mulchen. Das kann er gerne machen. Das sollte er eigentlich relativ zügig hinbekommen. In der Zeit können wir ein bisschen Stroh einfahren. Und während er mulcht, so, holen wir gerade ein bisschen aus hier. Ah, das ist super, ne? Also wir können hier wirklich, dadurch, dass wir ja letztes Mal das größere Schneidwerk gekauft haben, haben wir natürlich mehr Stroh in jedem Schwart hier. Und das natürlich dann auch mit dem kleinen, den ich vorher hatte, ist es dann ja mühseliger, ne? Weil der ist natürlich schneller voll. Aber andererseits, ein größerer Schwart bringt natürlich irgendwie noch eine schnellere Ernte damit rein. Ein Cube auf diesem Land. Das ist der einzige oder ein großer Nachteil dieser Karte. Wurde noch gesagt, dass diese Karte halt nicht für jede Konsolentypen verfügbar ist. Das stimmt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber er fährt schön bis zum Ende, so wie es aussieht. Ah, macht er gut. Macht er sehr gut. Kann ich mal. So. Kennt man gar nicht, dass man so lange hier fahren kann, ohne dass es jetzt irgendwie voll ist. Weil der eine, der wäre jetzt auf jeden Fall locker schon voll gewesen. Aber mit dem hier können wir einfach die ganze Zeit weiterfahren. Sehr, sehr nett, das Ganze. Ja, größere Maschinen lohnen sich dann doch, ne? Muss man einfach so sagen. Gerade sowas zum Einsammeln, das ist wirklich nicht ganz so, ne? So,
so gerade hier die krummen Bahnen noch fahren, das Vorgewende. Ja, und dann muss ich auch schon wieder am nächsten Tag dann wieder meine Schweine ein bisschen verkaufen. Ich habe neulich mal so ein bisschen ausgedüngt, ne? Ich habe so ein paar Schweine immer so rausgenommen, weil teilweise sind die dann so enorm dabei, dass es dann halt gar nicht geht. Also die wachsen viel zu stark, das ist ein bisschen ärgerlich. Und da müssen wir einfach mal gucken. So. Gut, einmal da drauf. Läuft so vor sich hin. Also die Schweine werden dann so, vermehren sich so stark, das wollte ich eigentlich sagen, dass die halt ein bisschen viel Platz einnehmen. Also die Schweinezucht selber, die bringen mittlerweile doch ganz gut Geld rein, aber sie ist halt sehr mühselig, muss man auch sagen. Ne? Also es ist viel Arbeit, ohne diese ganzen, oder den Freiluftgarten wäre es noch viel mehr Arbeit. Dann habe ich noch die Maschine dabei, die mir natürlich hier die, mal eine Fitzel blieb da noch hängen, das ist ein bisschen ärgerlich. Na egal, sieht trotzdem ganz gut aus. Und das passt wirklich sehr gut. Ne? Also das mit diesen ganzen Helferleinen ist es sehr, sehr cool gemacht. Wenn man das nicht hat, dann ist es wirklich sehr mühselig. So, wir fahren mal gerade hier die Runde noch bei den Ställen vorbei, damit die auch, ich nutze dann immer das Einsammeln vom Stroh dafür, dass ich hier das Ganze dann wieder direkt verteilen kann, weil ich muss es ja eh verteilen. Das war eh schon relativ voll, das Ganze. Ja. Einmal hier hoch, bitte. Aber man merkt dann schon, dass er ein bisschen mehr zu ziehen hat. Keine Frage, ne? Also das ist, Kleinvieh macht auch Mist, beziehungsweise viel Stroh ist auch schwer, ne? Aber gut, jeder, der mal einen gepressten Strohballen getragen hat, der weiß, wovon ich rede. Das ist halt nicht ganz leicht, muss man auch mal fairerweise sagen. So, den auch reinkippen. So, alles voll. Ganz viel habe ich jetzt nicht verloren, aber ist nicht schlimm. Der Rest geht hier in den ins Silo rein. Da habe ich auch tonnenweise wieder Stroh. Also da bin ich auch sehr gut aufgestellt erstmal. So. Perfekt. So, dann lasse ich den gerade stehen. Der ist noch ein bisschen am Mulchen. In der Zeit kann ich den gerade abtanken lassen. Dazu einmal kurz bei dem Langfahren, dann muss ich mich gleich den IT-Runner absetzen. Achso, ich muss den einmal hier wieder dran machen. Hab den Blinker noch an von dem Ding, gleich mal ausmachen. So, er tankt über. Dass wir den nämlich abmachen können. Dann können wir nämlich mit dem IT-Runner den anderen gleich einsammeln. Dieses Aufräumen, ich leider mal ganz in Ruhe. So, einmal da rein. Den einmal gerade ausmachen. Den können wir hier abdocken. Ich glaube, dafür nehmen wir lieber den Trecker, um das zu machen, weil hier mit der Hinterradlenkung und so weiter, das endet dann nur in einem Fiasko. Man muss jetzt ja zu Weihnachten keine Maschinen kaputt machen. So, den da einmal ran. Jetzt müssen wir einmal kurz den IT-Runner umhängen, ganz wichtig. Und dann kann man mal gerade gucken, ob ich dann mit dem Güllefass, was ich jetzt voll ist, dass ich dann hier die Felder einmal dünge. So, IT-Runner einmal genommen. Das Rohr einfahren, ganz wichtig. Dann stelle ich es jetzt neben das Schneidwerk, versuche ich den abzuladen. Oder lade ich den ab. Sollte man ja doch hinbekommen als Fachkraft für Agrar, wie auch immer ihr es nennen wollt. Egal, so. Also das ist schon mal dahin. Jetzt ist nämlich der andere gleich fertig und dann zeige ich euch nämlich auch nochmal eine Sache, die ich dann auch nochmal selber testen wollte. Abkoppeln, genau. Oh, nee, das war der falsche, wir müssen den abkoppeln, so. Das Ding ist jetzt schwer, also das ist richtig schwer. So, dann einmal aufsetzen das ganze Ding. Also es sind 15.000 Liter Gülle drin. Ich glaube, wir sollten ja auf jeden Fall einmal ein Vorgewende fahren. Ja, das passt deutlich besser. So.
müsste so eigentlich gehen. Ich meine, so breit war der gar nicht. Aber wenn der Helfer gleich fertig ist, dann mache ich gerade den Rest noch alleine schnell. Mit dem bisher hier umsetzen und so weiter, dauert immer 100 Jahre. Einfach alles platt hier. Dumm. Ja, ich glaube, ich muss noch einmal fahren, ne? Ich glaube, den schafft er nicht ganz. Das wird zumindest sehr eng. Ne, schafft er nicht. Egal. Hat zweimal fahren müssen. Aber ich muss da eh wieder in die andere Richtung, weil ich habe ja das Maisfeld da. Und da gibt es dann noch eine richtige interessante Sache, zumindest mit dem Mulcher hier. Ich weiß nicht wieder, ob es ein Mod-Problem ist oder nicht. So, warum ich jetzt so gefahren bin. Frag mich bitte nicht, es ist so. Einmal kurz zurück. Gang rein und weg damit. Genau, so. Ja, man immer, jetzt dadurch, dass ich alles an einem Tag hatte, ist ganz schön viel zu tun, ne? Muss man auch sagen. Aber es ist Viertakt. So. Das passt auch. So, jetzt setze ich den hier an. Na, er läuft und ich mache jetzt mal. Das ist interessant. Also, wenn ich jetzt das Feld hier war, habe ich erntereif gehäckselt. Bedeutet, ich bin in der letzten Stufe gewesen. Also es ist quasi gelb. Ne? Wenn ich jetzt hier reingehe, ist es dann halt erntereif gelb, wie das Feld 8 zum Beispiel. Mais kann ich aber auch häckseln, wenn es zum Beispiel die Stufe war. Dazu habe ich ja mal ein Video gemacht. Jetzt kommt der Clou dabei. Wenn ich es in der Stufe mulche, erkennt er das Feld nicht als Feld, was er mulchen soll. Er erkennt es nur als Feld, was er mulchen soll, wenn es die volle Erntestufe erreicht hat. Bei Mais, wohlbemerkt. Sehr interessant, finde ich zumindest. Das ist natürlich eine Sache, die mir hier der Helfer dann natürlich abnimmt, weil sonst muss ich das alleine fahren. Und der Helfer sagt hier einfach, nö, das kenne ich nicht, das Feld, weil das ist ja noch gar nicht erntereif gewesen und deshalb kann ich es nicht mulchen. Kleiner Fehler im Spiel, würde ich mal meinen, könnte man vielleicht mal fixen, weil gerade bei Mais, ich habe ja die Möglichkeit, Mais eher zu häckseln, das geht dann nicht. Also könnt ihr ja mal testen, ob das bei euch auch so ist. Also wie gesagt, Mais in der ersten Stufe, ich habe dann wie gesagt, einfach im Video gucken, wann ihr das oder häckseln könnt. Der Fall aber mit Hexer ist ja egal. Und danach versucht er mal mit dem Mulcher drüber zu fahren. Würde ich mal sagen, dass der Mulcher das nicht erkennt. Sehr interessant. Also zumindest der Mulcher da hinten. Das kann natürlich auch wieder sein, weil es ein Mod ist. Aber trotzdem, egal. So, jetzt versuchen wir das natürlich hier mal zu machen. Ich mache mal hier einfach den Helfer an. Dann gucke ich mal, wie er denn das hier verteilt, die ganze Suppe. Ja, gar nicht so gut. Dementsprechend müssen wir noch ein Stückchen nach rechts fahren. So, das passt. Er gibt den ganzen Kladderadatsch hier raus. Sieht gut aus. So, und dann fahren wir mit dem Ding. Ah, er muss ganz schön ziehen, ne? Also die Gülle-Dinger, da merkt man auch mal selber, wenn man so durchs Gülle, in der Güllezeit, nenne ich es jetzt mal, so über die Landstraßen fährt bei uns. Die ganzen Trecker, die diese Gülle-Dinger ziehen, das sind schon ganz schöne Monster, weil gut, das ist natürlich auch ganz schön Gewicht drin, ne? Muss man auch sagen. Also, ihr könnt ja mal in euer Auto. Ich habe damals mal für unseren Sohn den ersten Sandkasten. Das sind so kleine, so Muscheln. Kennt ihr vielleicht so kleine Dinger, ne? Und dann hat er irgendwie eins oder so, da war das vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich dafür Sand geholt. Also holt mal für so eine Muschel Sand und legt das mal bei euch ins Auto rein. Das ist schon, da geht das Ding schon gut in die Knie, sage ich mal. Aber ist halt so. Jetzt habe ich da die einen Rand. Ist egal, dünne ich gleich nach. Sollte ich eigentlich genug für haben. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Guck mal, ich kann in der Zeit gerade den neuen Bergmann natürlich dann dahin fahren wieder. So, dale. Alles mit dem Mulcher, das ist echt interessant. Also, wer natürlich jetzt richtig faul ist oder richtig große Felder hat und gar keinen Bock hat, das dann zu mulchen, dann, ja, müsst ihr auf jeden Fall warten, bis der Helfer wieder da ist, ne? Also da, da kommt er nicht drum rum. Sehr interessant, sehr, sehr. Ja, man lernt nie aus in diesem Spiel, ne? Ist immer interessant, was denn da so erkannt wird und was nicht.
Das macht er gut, nee, Mann. Sieht zumindest ganz gut aus. Wie gesagt, die eine Bahn, die habe ich verkackt. Ne? Das muss man so sagen, da kann er nichts dafür. Irgendwie fährt er ein bisschen langsam mit 17 km/h. Kommt mir zumindest so vor. Ich muss gleich nochmal gucken, ob er da irgendwie eine falsche Arbeits- oder Leistung hat oder so. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wenn wir mal in der nächsten Bahn jetzt gerade hier schauen. Irgendwie die anderen fuhren doch immer so 18, 19 oder nicht? Kann auch sein, dass ich mir irre. Das irre, Irren ist menschlich, ne? Immer dran denken, nein. Also der fährt 17 km/h. Doch, die fahren alle 17 km/h. Ich hab nichts gesagt. Da kommst du mir einfach nur langsamer vor. Aber müsste ja eigentlich von der Leistung her passen. Jetzt fahre ich gerade nochmal eine Bahn wieder zurück. So. Gerade einmal schauen. 180 PS, ja, das sollte locker passen. Der Trecker hier hat 200, nee, 205, ja, also 15 PS mehr. Das ist in Ordnung. Das sollte reichen, ne? Ja, und dann macht das ganze Feld hier mit einer Tour, ne? Das ist natürlich schon cool. Vorher mal wegfahren und so, das ist natürlich ärgerlich, keine Frage. Ah, guck mal, da lässt da auch was stehen, ne? Also das Vorgewende hätte man da hinten auch nochmal machen müssen. Und hier vorne noch ein bisschen breiter. Aber ist in Ordnung, man kennt seine Maschine nicht und das muss man halt erstmal wissen, wie das dann so funktioniert. Ganz wichtiger Schritt. Aber trotzdem hat er das ganz gut, weil ich natürlich hier, also sollte das auch eigentlich von der Fläche her komplett schaffen. Das wäre natürlich das Wichtigste überhaupt. Ne? Na, wir gucken mal. Schön ist natürlich, in der Wachstumsstufe sieht man natürlich sehr gut, wo man schon alles Gülle draufgeschmissen hat und wo nicht. Das ist dann auch mal sehr nett. Genau. So, jetzt ist er gleich durch da hinten. Mein Mulcher ist auch gleich dabei, dann kann er quasi direkt weiterfahren. Wobei ich da hinten ja mit einem Gerät machen werde, was sofort eine Düngestufe reinbaut. Da muss man immer ein bisschen gucken, dass das dann auch so passt. So. Er wird jetzt umgehen hier direkt auf das nächste Feld. Ja, er erkennt das dann als, ich lasse ihn jetzt mal abbrechen, 19% hat er noch. Alles in Ordnung, ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann ich mich nicht beklagen. Also er könnte natürlich ein bisschen breiter sein, ne? Muss man ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz funktioniert das halt, ne? So, ein bisschen hier beim Nachbarn noch den Acker umflügen, da freut er sich immer. Wenn ihr solche Stellen habt, immer ganz schnell an- und ausmachen, da spart ihr richtig Material. Weil, das Spiel ist da nicht richtig erkennt. Ne? Normalerweise würde er nur links und rechts das Ganze machen. Dann, wenn ihr solche Stellen habt, dann könnt ihr da einfach so drüber flitzen. Dann passt das mir auch ganz gut. Aber ich glaube, so ganz reicht es jetzt nicht. 5%, 4, 3, 2. Ja, hat er noch ein bisschen gepackt hier. Jetzt mal hier eine Ladung machen. Ja. Verlassen, Baum. Vielleicht nicht so gegenfahren. Macht nicht so viel Sinn. Meistens. Ja, die Spur hier habe ich ein bisschen verkackt. Guck mal, mach ich doch noch hier, wie viel ich jetzt hier raushole, noch allein mit diesen 1%, nur durch dieses Zickzackfahren. Guck's halt an, das mache ich jetzt noch zu Ende hier. Ist das realistisch? Nein. Ist das wirtschaftlich? Ja. Oh, jetzt habe ich einen verkehrten auszumachen. Das war nicht so gut, das tat jetzt ein bisschen weh. Ist egal, nicht schlimm. So. Ah, Mist, jetzt habe ich, weil ich mich verklickt habe. Ah, den letzten Fitzel nicht bekommen. Naja, egal. Passt. Naja, also ihr seht, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Und dann gucken wir mal. Ja, Weihnachtsspecial. Ich muss gucken, ob ich es hinkriege. Also das ist, wie gesagt, momentan alles ein bisschen chaotisch und alle krank, auf der Arbeit viel zu tun und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist momentan überall. Alle sind, glaube ich, irgendwie krank. Das ist echt nervig. Ich irgendwie nicht. Also ich bin gesund, das ist auch gut. Aber wenn alle anderen mal rum sind, krank sind, ist das meistens nicht so. Aber es ist halt so, mein Gott. Gehört dazu und ja, mal gucken, was das dann so wird. Also, wenn wir uns nicht mal sehen sollten oder sprechen sollten, sehen tue ich euch meistens nicht. Ihr mich auch nicht, aber das ist anders. Dann wünsche ich euch schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit der, hoffentlich, in der Familie. Und ja, fette Beute natürlich, ne? Darf man ja auch nicht mal ausschlagen, das Ganze. Man freut sich ja doch so ein bisschen auf was. Ich finde es immer das Schöne,
wenn man dann wirklich was auspackt und denkt sich, wow, geil, ne? Das ist, da habe ich jetzt irgendwie nicht so mit gerechnet. Und das ist schon ziemlich cool dann, ja, finde ich zumindest. Das ist dann das Schönste eigentlich dabei. Ja, da passt das dann. Also, nach Weihnachten geht es hier natürlich weiter. Zwischen Weihnachten werde ich hier relativ wenig machen, weil, ja, Weihnachten halt, ne? Muss man also ein bisschen was mit anderen Leuten machen. Ist ja auch ein bisschen schöner als PlayStation-Spielen. Finde ich zumindest. Wobei PlayStation-Spielen auch schön ist, aber da muss man auch mal sagen, da gibt es dann auch wichtigere Dinge im Leben. Also, wie gesagt, euch und eurer Familie, schöne Weihnachten. Genießt die Zeit, gesunde Zeit und so weiter und so fort. Und dann geht's dann danach wieder weiter. Und da gucken wir mal, was wir da so machen. Also wie gesagt, ich glaube, ich schenke mir selbst zu Weihnachten noch hier die Platinum Edition. Weil ich einfach sage, komm, musst du jetzt auch nochmal machen. Und dann gucken wir mal, was das dann so wird. Ne? Man muss sich auch mal selbst beschenken. Dann, um sich auch mal eine Auszeit zu gönnen. Naja, wir gucken mal, was das dann so wird. So, also ich schmeiß jetzt hier den Güllemann an. Und ich sage, ja, wie gesagt, gehabt euch wohl in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2022 auf der echt noch schönen Karte Untergräbach. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.